Thema Gleichstellung durch geschlechtergerechte Sprache, Lösung oder Weg. Das Thema ist durchaus eines, das viel diskutiert wird. Auch wir haben zumindest digital sehr, sehr viele Rückmeldungen dazu im Vorfeld erhalten. Durchaus auch streitbar, das kann man sicherlich auch gerne so tun. Und als Adenauer-Stiftung sind wir auch gerne Podium, um mal über Dinge entsprechend auch kontrovers zu diskutieren. Ich denke, die Frage ist ja immer nicht, ob man jeder einer Meinung sein muss, aber dass man in einer konstruktiven Art und Weise seine Argumente austauscht. Und das wird auch das Ziel der heutigen Tage sein. Ich freue mich, dass wir mit Herrn Oliver Bär, dem Geschäftsführer des Vereins Deutsche Sprache e.V., mal einen Referenten gewinnen konnten, der für seinen Verein, aus der Sicht des Vereins, die Perspektive auf das Thema gibt. Es gab in diesem Jahr ja eine Initiative von ihm, wo man sich sehr kritisch mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Ich denke, man kann sicherlich manche Sachen manchmal überzeichnen, aber die Frage ist ja schon, solange es auch keine allgemein verbindlichen Regelungen gibt, also der Deutsche Rechtschreiberat hat im vergangenen Jahr da noch kein endgültiges Urteil gefällt, kann man sicherlich auch darüber noch aus verschiedener Perspektive diskutieren. Weiterhin freue ich mich heute mit Marion Rosin, die lokale Landtagsabgeordnete, begrüßen zu dürfen, welche als Lehrerin und ihren Ausschüssen auch mit dem Thema in verschiedenen Facetten und verschiedenen Perspektiven zu tun hat. Und sie wird uns im Anschluss an Herrn Bär dann auch nochmal eine große Einschätzung aus politischer Sicht geben. Insofern, ich denke, ein spannendes Thema. Ich freue mich auch, dass Sie sich durch die Hitze nicht haben abhalten lassen, heute mit uns hier ins Gespräch zu kommen. Vielleicht wird es ja dadurch ein bisschen hitziger, ich weiß es nicht. Auf alle Fälle vielen Dank für Ihr Kommen und für Ihr Interesse. Und ich darf nun schon an Herrn Bär das Wort erteilen. Vielen Dank. Können Sie mich auch ohne Mikrofon verstehen? Haben Sie was dagegen, wenn ich das dann wegrücke? Als ich ein kleiner Junge war, so Jens Kästner, aber ich war etwas älter als ein kleiner Junge, als ich miterlebte, wie meine alleinerziehende Mutter von zwei Kindern, geschiedene Frau, Schwierigkeiten hatte, ein Bankkonto zu eröffnen. Sie sollte die Erlaubnis ihres Mannes vorlegen und das war dann doch etwas schwierig. Ich erwähne das nur als Erstes, um klarzustellen, dass ich mich sehr freue über die Fortschritte, die in Sachen Frauenrechte inzwischen gemacht wurden. Und ich denke, wenn auch noch ein guter Teil des Weges vor uns liegt, ich glaube, wir werden ihn noch erleben. Wir werden die Gleichstellung noch erleben. Meine Damen und Herren, mein Name ist Oliver Bär. Ich bin Wirtschaftsingenieur, habe 18 Jahre in Südafrika gelebt. Die letzten 26 Jahre in Dresden, bevor ich in Dortmund mich angesiedelt habe, wo ich Geschäftsführer des Vereins Deutsche Sprache wurde. Südafrika, ich habe meine Sprache, meine deutsche Muttersprache schätzen gelernt im Ausland, im Blick von außen nach innen. Eine interessante Erfahrung. Der Verein Deutsche Sprache hat 35.000 Mitglieder in dieser Größenordnung, davon zwei Drittel im Ausland, ein Drittel im Inland. Wir bilden einen nicht ganz repräsentativen Querschnitt der Bevölkerung ab. Wir haben einige zornige und wütende Mitglieder, wie es sie auch in der Gesellschaft gibt. Ansonsten sind alle politischen Parteien bei uns vertreten. Neuerdings schließen sich uns auch immer mehr junge Leute an. Sie haben uns vermutlich eingeladen im Zusammenhang mit dem Aufruf gegen Gender-Unfug. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, als wir diesen Aufruf ins Netz setzten, der ja ausging von vier Prominenten, einer davon war der Vorstandsvorsitzende und Gründer des Vereins Deutsche Sprache, die anderen waren Josef Kraus, man kennt ihn, Vera kennt den Namen ganz bestimmt noch, Frau Maron, die Schriftstellerin, und Wolf Schneider, der Papst aller Journalisten in diesem Lande, keiner, der bei ihm gelernt hat, traut sich Fehler zu machen, die er angekreidet.
Die vier haben dann den Aufruf aufgesetzt, wir haben hier im Verein Deutsche Sprache veröffentlicht und wir dachten, naja, wenn so ein paar hundert oder ein paar tausend Unterschriften da drauf kommen, dann ist das Thema erschöpft. Mittlerweile haben wir über 72.000 Unterschriften elektronisch und noch etliche, die analog, also in Form von Briefen oder Postkarten dazugekommen sind. Und bei der Gelegenheit haben wir schon 900 neue Mitglieder in unserem Verein aufgenommen. Ich erzähle Ihnen das nur, weil wir selber ganz verblüfft sind über das Echo. Gleichstellung durch geschlechtergerechte Sprache. Wir wollen das Thema jetzt aber auch ein bisschen ernst nehmen. Irrweg oder Lösung? Meine Damen und Herren, ich sehe im Sprachgendern, dass da zwei Probleme geschaffen werden. Erstens, wir müssen uns im Klaren sein, Sprache ist geistiges Kapital. Und wenn wir unsere Sprache durch Floskeln ersetzen, dann behindern wir unsere Fähigkeit zum schöpferischen Denken. Das ist immerhin eine infrastrukturelle Frage dafür, was wir in diesem Lande leisten können. Also unsere Frage, Sprache ist schon wert, dass wir auf sie achten. Zweitens, unsere Sprache ist auch noch eine Ressource, und zwar eine endliche Ressource. Was an unserer Sprache verloren geht, bleibt verloren. Und was wir hinzufügen, sollte nach Möglichkeit mindestens das Verlorene ersetzen, vielleicht sogar noch werthaltiger sein. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wer kann heute noch, jedenfalls in der jüngeren Generation, zwischen dieser und jener unterscheiden in einem Absatz? Ich sehe Sie lächeln. Sie wissen, was ich meine. Genau. Oder jeder und alle. Jetzt soll durch bürokratischen Beschluss, damit wir geschlechtergerecht uns ausdrücken können, das sehr gefährliche jeder, jede, jeden und so weiter durch alle ersetzt werden. Dann gibt es keine Probleme mehr. Ja, aber wir verlieren eine Ausdrucksfähigkeit damit, die es übrigens in allen ausgebauten Sprachen gibt. Chacun und du, each, every, all im Englischen. Aufgrund einer Entscheidung, die mit der Sprache zunächst mal gar nichts zu tun hat, sondern, ich nenne sie mal ruhig so, sie ist ideologisch. Nun gut, nichts verkehrt mit ideologischen Entscheidungen, aber uns geht sie gegen die Sprache und das tut uns weh. So, wir können nachher auf alle und jede nochmal eingehen, wenn wir die Zeit dafür haben. Ich überspringe das mal. Schnell noch einen Punkt. Über den Umgang mit der Muttersprache fällt früher oder später das Argument, Sprache ist was Natürliches, Sprache verändert sich. Meine Damen und Herren, woher weiß die Sprache, wie sie das zu tun hat? Steht die Sprache früh morgens auf, krempelt sich die Ärmel hoch und sagt, heute wollen wir mal ein Wort ausmerzen, zum Beispiel das Wort anscheinend und nur noch scheinbar verwenden? Das geht nicht. Nicht die Sprache verändert sich, sondern wir, Sie, ich, wir alle zusammen, wir verändern die Sprache. Es ist ein Fehler, die Verantwortung auf die Sprache zu verlagern, denn die verändert sich ja. Ne? Wird sich schon alles irgendwie regeln? Nein. Wir sind die, die was tun oder lassen. Naja, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer, aber wir bemerken im Zusammenhang mit diesem Aufruf gegen den Gender-Unfug, dass ein Bewusstsein für den Wert der Sprache wächst. Und wer es noch nicht gemerkt hat, spätestens seit den jüngsten Wahlen hört man immer öfter, ihr sprecht nicht richtig mit uns. Die Bürger mitnehmen, wir haben es nicht richtig kommuniziert. Entschuldigung, das ist Arroganz. Und das merken die Bürger. Es wirkt sich aus. Es ist nicht gleichgültig, wie wir auf die Leute eingehen, wie wir aufeinander eingehen, wie wir zuhören und wie wir uns dann ausdrücken. Wir können getrost sämtliche Floskeln loswerden. Aber wieder zurück zum Thema Gender. Zum Beispiel mit Sprachgendern möchten die Bürger nicht gegen den Strich gebürstet werden. Wie komme ich zu der Behauptung? Ganz einfach. Wir haben eine repräsentative Umfrage in Auftrag gegeben, zusammen mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.
Und ich will Sie mit Zahlen nicht lange langweilen, sonst hätten wir hier jetzt PowerPoint an der Wand. Ein Viertel, nur ein Viertel der Gesamtbevölkerung hält Gendersprache für wichtig. Nur ein Viertel. Und das geht quer durch die Demografie. Männer, Frauen, in allen Bundesländern, in allen Altersstufen, in allen Bildungsstufen. Und jetzt kommt etwas, was man sich auf der Zunge zergehen lassen darf, gerade auch wenn man zur CDU zählt. Unter den grünen Anhängern hält nur ein Drittel Gendersprache für wichtig. Nur ein Drittel. Das heißt, fast zwei Drittel, 63% halten Sprachgender für unwichtig. Wenn das sogar für die Anhänger der Grünen gilt, dann kann uns und sollte uns das etwas sagen. Ihre eigenen Wähler, die eigenen Wähler der Grünen lehnen ab, was ihnen die Funktionäre als wichtig vorgeben. Bei jeder Äußerung. Mit und ohne Sternchen, mit innen, mit Unterstrichen, was auch immer. Wird das Thema also hochgebauscht? Von wem? Um mit Bruno Lavalier zu sprechen. Die Medien haben das Thema unnötig hochstilisiert. Doch, ja. Sie erinnern sich vielleicht noch. Ja, es ist aufgebauscht. Es gibt, wie Sie vorhin ja auch bestätigten, eine Menge Menschen, eine Menge Mitbürger, die gar nicht wissen, worum es geht bei dem Thema, die das überhaupt nicht tangiert und Gott sei Dank auch hoffentlich nicht weiter tangieren wird. Wir müssen nämlich zu was Cleveren, Smarteren kommen als diesen Lösungen. So, wo liegt denn jetzt eigentlich unser Problem? Unser Problem liegt darin, dass wir einen Streit in zwei verschiedenen Kategorien haben. Nämlich einerseits Sprachwissenschaft, andererseits Gleichstellung. Wobei ich jetzt mal völlig den Punkt übergehe, ob Gleichstellung und Gleichberechtigung, auch mitmachen, ob Gleichstellung und Gleichberechtigung das Gleiche bedeuten, wenn es sogar dasselbe bedeuten. So, das ist aber eine scheinbare Gegenüberstellung, denn in Wirklichkeit stehen sich offenbar ziemlich unversöhnlich gegenüber einerseits der Respekt vor den Rechten der Frau, und auf der anderen Seite der Respekt vor der Sprache. Auf der einen Seite, ihr vernichtet die Sprache, auf der anderen Seite, ihr seid gegen Frauenrechte. Ich weiß, wovon ich rede, denn als Verein Deutsche Sprache gelten wir als reaktionär und als Frauenfeinde. Ja. Was geschieht, wenn man eine Debatte in zwei Kategorien führt, die miteinander wenig oder nichts zu tun haben. Was passiert? Man spielt die eine gegen die andere aus und landet nirgends. Es kann keine sinnvolle Lösung geben, die Sache der Frauen gegen die Sache der Sprache auszuspielen. Es geht nicht. Aber es geschieht die ganze Zeit. Und das macht die Sache so unbefriedigend. Und es macht auch schwierig, zu einer Lösung, zu Lösungen zu kommen, die irgendwie verträglich werden. So. Jetzt müssen wir uns erst noch mal mit der Linguistik abwägen, mit der sprachwissenschaftlichen Seite, die, Sie werden gleich sehen, warum, meiner Ansicht nach die weniger wichtige Frage hier ist. Das beginnt nämlich mit dem Problem, dass die Argumente der seriösen Linguistik in der Gender-Debatte überhaupt nicht stattfinden. Sie gelten nicht. Trotzdem ist es notwendig, dass wir hier ein paar Grundlagen, sprachwissenschaftliche, grammatische Grundlagen klären. Es geht um die Frage Sexus gegenüber Genus. Was Sexus ist, weiß jeder oder kann sich das denken. Hier geht es um Genus. Genus, ich zitiere wörtlich, ist ein Mittel, den großen Bestand der Substantive zu ordnen und dafür zu sorgen, dass Substantiv, Artikel, Adjektiv und Pronomen zusammenpassen. Dazu braucht man Genus. Es gibt Sprachen, in denen man das nicht braucht. Die kommen ganz ohne aus.
Die deutsche Sprache kommt nicht ohne das aus. Lassen Sie uns eben klären, was Genus heißt. Im Römischen, im Lateinischen bedeutet das Familie, Geschlecht, Stamm, Art, Gattung. Genus. In der Grammatik, es ist also ein grammatischer Terminus, bedeutet es Art oder Sorte. Und gleich, um das mal gleich mit aufzuräumen, das Wort Geschlecht hat im Deutschen, das Wort Geschlecht kommt aus dem althochdeutschen Slata und bedeutet genau das, was zum Beispiel in dem Wort das Geschlecht der Wettiner, das Geschlecht der Habsburger gesagt wird. Es hat mit Sexus nichts zu tun, aber auch gar nichts. So, das Dumme ist, dass im 17. Jahrhundert die Grammatiker Genus mit Geschlecht übersetzt haben und sie nannten den Artikel das Geschlechtswort. Das hat uns ganz schön was eingebrockt. Jetzt haben wir also seither die drei Genera: Maskulin, Feminin, Neutrum. Und seither ist der Verwechslung von Genus und Sexus das Tor weit geöffnet. Genus das grammatische, Sexus das biologische Geschlecht. Also Grammatik wurde seither, wird jetzt sexualisiert. Jetzt hat ein Fachbegriff eine Zusatzbedeutung bekommen aus der Alltagssprache. Eine alltagssprachliche Zusatzbedeutung. Also nützlicher wäre es gewesen, wenn die Grammatiker gesagt hätten, nicht maskulin, feminin, neutrum, sondern rot, grün, blau. Oder Bertha, Minna, Alma. Es ist völlig egal. Wir hätten uns eine Menge Ärger heute erspart. So, also, mit Genus bezeichnet man den Sachverhalt, dass maskuline Personenbezeichnungen nicht in erster Linie Sexus markiert sind. Nicht in erster Linie. Ausnahmsweise auch, ja. Also, sie bezeichnen Personen unabhängig von ihrem biologischen Geschlecht. Also das Lehrerzimmer gilt für alle Lehrer, ob Frauen, Männer oder sonst wer. Das generische Maskulinum ist auch für den Satzbau wichtig. Nur mal zu unterstreichen, dass das generische Maskulinum keine Kleinigkeit ist. Es regelt nämlich, dass in einigen Fällen das Maskulinum als regierendes Genus fungiert, etwa beim Fragewort, Beispiel, wer hat seinen Lippenstift im Bad vergessen? Ja, vermutlich wird es eine Frau sein. Gewagte Behauptung, aber beim unbestimmten Pronomen, jemand hat seinen Lippenstift vergessen. Oder wo der Artikel zum Fragewort wird, wer weiß, was noch auf uns zukommt. Wer weiß. Also, das grammatische Maskulinum ist also meistens, nicht immer, sexusneutral. Also wenn wir die Endung in haben oder esse wie in Politesse oder öse wie in Friseuse oder so, dann ist das eine feminine Sexusmarkierung. Ja? So, wenn Sie das alles noch etwas genauer wissen wollen, finden Sie in diesem Heft, das dort ausliegt, auf der Seite 8 einen vorzüglichen Artikel von Professor Helmut Glück, die Ersatzreligion der sprachlichen Anbiederung. Da können Sie das Grammatische, was ich hier gesagt habe, nachlesen. Brauchen also gar nicht sich zu vertun. Sie müssen sich das nicht unbedingt merken. Die Macht des Generischen zeigt sich ganz besonders an personenbezeichnenden Metaphern, nämlich Femininum, die Frohnatur, die Landplage, die Knallcharge oder Maskulin, der Putzteufel, der Plagegeist, der Wonneport. Oder Neutrum, das Adlerauge, das Klatschmaul, das Hinterbein. So, ich erwähnte es bereits, ich erwähne aber jetzt nochmal. Die Erkenntnisse der großen anerkannten Linguisten und Germanisten in diesem Lande werden in dieser Debatte von den Genderbegeisterten beharrlich ignoriert. Und das hat etwas Unredliches. Deutet aber bereits auf den Kern des eigentlichen Problems. Wir erleben nämlich eine Spaltung der Gesellschaft entlang einer Frage, die an sich
so nicht behandelt werden dürfte. Zugrunde liegt eine Ideologie, die das natürliche Geschlecht ablehnt und soziale Geschlechterrollen zur Grundlage der Kategorisierung von Menschen macht. Es geht darum, das grammatische Maskulinum zu beseitigen. Also man unterstellt, mit dem Maskulinum seien nur oder doch nur vorwiegend Männer oder männliche Wesen gemeint. Und um die Sache leichter fassbar zu machen und begrifflich den Kampf gegen die männliche Dominanz, zuzuordnen, spricht man dann durchgängig nicht von maskulinem, sondern von männlichen Wörtern. Und jetzt wird es grotesk, männliche Wörter gibt es in keiner Sprache, auch nicht im Deutschen. Männlich und weiblich sind Eigenschaften von sind keine Eigenschaften von Wörtern, sondern von Lebewesen. Ich erinnere nochmal dran, die Sprache ist kein Lebewesen. Die Sprache ist kein Organismus. Sie ist ein geistiges Gut, ein Kulturgut, das wir schaffen und auch vernichten können. Und in genau diesem Sinne ist es unmöglich, dass Wörter männliche oder weibliche Wesen sein können. Ganz abgesehen von der Frage, wie es möglich wäre, dass andere Sprachen ganz ohne dieses Problem auskommen. So. Diese ganzen grammatischen Feinheiten kann nur leider kein Laie erklären. Und es kommt ein bisschen etwas Infames. Es ist nämlich daher ein leichtes, den Laien auf den Leim zu führen. Man muss nur Linguistik ersetzen durch Genderlinguistik. Diese als die einzig zeitgemäße Linguistik darstellen, möglichst laut genug schreien und bei der Gelegenheit jeden Widerspruch als reaktionär abkanzeln. Ich weiß, wovon ich rede, damit sind vor allen Dingen wir gemeint. So, und dann geht man mit fragwürdigen Argumenten und, das betone ich, mit anscheinend unwiderlegbaren Testergebnissen an die Öffentlichkeit, die kein Laie versteht und keiner widerlegen kann. Aber im Fernsehen klingt das immer wahnsinnig plausibel, was da aufgeführt wird. Das ist größtenteils völliger Unfug. Tut mir leid. Das werden wir auch noch nachweisen und veröffentlichen. So, und jetzt passiert etwas sehr, sehr Peinliches. Die Damen, die das betreiben, sind ja nicht ungeschickt. Sie werfen uns immer wieder ein Stöpschen hin. Und wir dummen, bösen, weißen, alten Männer, wir Reaktionäre, wir fallen darauf rein, apportieren brav das Stöckchen. Und was bewirken wir damit? Publicity für die Genderlinguistik. Das kennen wir ja, das Prinzip. Ist mir ganz egal, was die Leute über mich schreiben, Hauptsache sie schreiben meinen Namen richtig. So, das passiert hier in diesem Thema. Inzwischen sind ganze Milieus durchdrungen von gendersprachlichem Eifer. Das gilt für die Verwaltung, für die Schulen, die Universitäten. Ich habe es erlebt bis ins Vereinsleben hinein, wo wir Bull spielen. Sie kennen den Sport mit den Eisenkugeln. Selbst da ging es schon darum, die Regeln umzuschreiben. Das sind immer Abwürgen. Ja. Besonders peinlich kommt mir das vor an den Universitäten. Wir kennen inzwischen viele Studenten, die darunter leiden, dass ihnen gesagt wird, wenn du deine Arbeit nicht so und so schreibst, musst du mit schlechteren Noten rechnen. In manchen Fällen sogar, wir werden sie gar nicht akzeptieren. Bisher hat sich keiner getraut, für einen Musterprozess gerade zu stehen. Kann ich gut verstehen. Wir haben Sponsoren, die einen solchen Prozess bis in die Spitze finanzieren würden. Aber natürlich, wer setzt schon seine Karriere von vornherein aufs Spiel? So weit sind wir schon, dass man nicht mehr seine Arbeit, wissenschaftliche Arbeit, so schreiben kann, wie man es für richtig hält. So. Vor etwa einem halben Jahr las ich in der Taz, die ich ansonsten sehr schätze, aber auch manchmal sehr ärgerlich finde, ein Beispiel dafür, dass dieser soziale Druck unter den intellektuellen, meinungsbildenden Bürgern in diesem Lande so groß ist, sie glauben bereits, ich zitiere wirklich, an der Richtigkeit des Sprachgenderns zweifelt doch im Ernst keiner mehr. Also, wenn man
sich innerhalb einer Blase bewegt und nur das wahrnimmt, was man wahrnehmen möchte, auch gar nichts anderes mehr wahrnehmen kann, so wie auch Donald Trump keinen Widerspruch wahrnimmt, weil er alle ausgeräumt hat, die ihm widersprechen, dann glaubt man tatsächlich selber an das, was man sagt. So. Also könnte man resignieren? Nein, natürlich nicht. Aber lass uns mal dran denken, es ist immer schwächer, gegen das Falsche zu sein, als für etwas Sinnvolles einzustehen. So. Mit dem Sprachgendern. Jetzt kommt das, was mir an dem Thema viel wichtiger erscheint als die sachlichen linguistischen Argumente. Meine Freunde beim Verein Deutsche Sprache und ich, wir sind davon überzeugt, dass der Feminismus mit dem Sprachgendern in die Irre läuft. Und zwar aus mehreren Gründen. Erstens ist der Nutzen nicht nur dürftig, das Sprachgendern schadet der Sache der Frau sogar. Ich werde gleich erklären, warum. Also man könnte, wenn man zynisch wäre, könnte man ja sagen, warten wir ganz einfach ab, bis der Karren gegen den Baum gefahren ist. Ich finde das unverantwortlich. Ich habe ganz bewusst vorhin erzählt, wie es mir als Bub ging, das mitzuerleben mit meiner Mutter. Nein, die Sache des Feminismus ist einfach viel zu wichtig, um sie einem extremistischen Flügel der Feministin zu überlassen. Hier muss Vernunft einkehren. Das ist die eine Sache. Und zweitens, wenn wir abwarten, wenn wir einfach so tun, als wäre nichts, wenn wir versäumen, etwas zu tun, dann geht das zu sehr auf Kosten der Sprache. Was einmal kaputt gegangen ist, ist verloren. So, zur Frage des Nutzens. Ich sagte Ihnen, ich habe 18 Jahre in Südafrika gelebt. Ich habe es mitbekommen, wie es sich lebt in einem Land, das von puritanischem Denken durchdrungen ist. Puritanismus, in dem uns vorgemacht wird, uns vorgesetzt wird, nicht, um nicht zu sagen vorgeschrieben wird, wie wir zu denken, zu fühlen und zu handeln haben. Und ich behaupte, ich bin sicherlich nicht der Erste, der das tut, eine aufgezwungene Tugend ist keine Tugend. Eine aufgezwungene Verhaltensweise ist noch lange keine Tugend. Für mich ist eine Tugend erst, wenn durch meine Bewusstseinsänderung ich etwas für wahr halte, was ich vorher abgelehnt habe. Das zweite ist, das Argument ist bekannt, ich erwähne es aber, jede Sprachregelung ist totalitär, jede Sprachregelung engt die Freiheit ein, nämlich auch die Freiheit aus Fehlern zu lernen. Das müssen wir uns ja auch mal zugestehen, auch gönnen, wir können auch Fehler machen, auch in dieser Debatte. Also was von außen aufgezwungen wird, bleibt an der Oberfläche und deshalb ist meiner Ansicht nach eine Einigung zu dem Zweck, eine bessere Gesellschaft zu schaffen, nicht das Opfer der Sprache wert. So, Beweislage, es gibt eine ganze Menge Indizien. Bewusstsein ändern durch Regulierung der Sprache hat noch nie zugunsten der Betroffenen funktioniert. Neger, Schwarze, Afroamerikaner, der Rassismus ist gewachsen, auch und gerade in den Vereinigten Staaten, auch in diesem Land. Obwohl wir uns so große Mühe geben, das Wort Neger gar nicht mehr zu verwenden. Ach nein, es hat also nichts genützt. Geht es Behinderten besser, seit wir uns die Zunge zerbrechen, nur ja nichts Anstößiges über sie zu sagen? Kein bisschen. Und ich habe eine Menge mit behinderten Menschen zu tun. Ausländerfeindlichkeit war in der DDR doch absolut tabu, die gab es doch gar nicht. Und da kam die Wende und auf einmal war sie da. Ach ja. Sie war verboten, aber nicht verschwunden. Wir müssen uns mal darüber im Klaren werden, wer wir wirklich sind, wir Menschen. Und dass das durch Wortklaubereien nicht zu verändern ist. Eine Bewusstseinsänderung ist nur dann etwas wert, wenn sie von innen kommt. Tut mir leid, da bin ich radikal. Es kommt aber noch schlimmer.
und ich spreche immer noch darüber, dass dieses Sprachgendern der Sache der Frauen schadet. Sprachgendern ermuntert nämlich zum Widerspruch und zum Widerstand. Und zwar auf zweierlei Weise. Das eine ist Abstumpfung und das andere ist die Lächerlichkeit. Ich glaube, Katharina Barley ist ein unverdächtiger Zeuge, gerade in diesem Raum. Sie ist sicherlich bekannt als Befürworterin von gegenderter Sprache. Aber ich habe sie schon mehrfach gehört, wenn sie Wörter sagte wie Genossen, Genossen. Ja, das ist ganz natürlich, das kann man der Frau doch gar nicht vorwerfen. So reden wir alle. Natürlich schleift sich das ab. Irgendwann kann man sagen, na und? Macht nichts. Doch, es macht etwas. Weil nämlich genau das, was bewirkt werden soll, bitte gebt auch die Frauen hervor. Genau das geht verloren in einer Floskel, die zu nichts zerrennt. Und das finde ich, das ist unwürdig. Und dann hätten wir es besser sein lassen sollen. Oder wenn ich zuhören muss, wie in einigen wenigen Sätzen fünfmal das Wort Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vorkommen, ich frage sie, wie reagiere ich? Ich sage es Ihnen ganz ehrlich, Durchzug ist die erste Reaktion. Hier rein, da raus. Die nächste ist Gleichgültigkeit und irgendwann mal Verärgerung. Also wenn ich meiner Frau den Ruf mache, stehen meine Chancen vermutlich besser, wenn ich sie nicht verärgere. War das jetzt zu frech? Warum werben Frauen nicht in einer Weise, die begeistert, statt zu verärgern? Also nochmal, ich unterscheide hier gerne, und zwar ausdrücklich zwischen Feministen, für denen ich stehe, seit meiner Kindheit, und radikalen Feministen, die das ganze Thema zu völlig anderen Zwecken verwenden, als das, worum es geht. Mit Lippenbekenntnissen ist den Frauen nicht nur nicht gedient, schlimmer noch. Lippenbekenntnisse, die sie uns Männern abfordern und diese bekommen, geben uns Männern möglicherweise noch zu schnell das Gefühl, ich leiste ja was für die Sache der Frau, ich bin dafür. Ich spreche sogar, wie man es von mir erwartet. Und schlage dann an anderer Stelle wieder zu. Lassen sich Frauen tatsächlich hinters Licht führen, wenn ihnen gelingt, dass die Männer ihnen nach dem Munde sprechen, nach dem Munde reden? Ich erinnere hier an Wilhelm Tell, ich glaube, er ist bekannt. Der Landvogt ließ eine Stange in den Boden rammen, seinen Hut drauflegen und er verlangte, dass die Bürger, wenn sie an der Stange vorbeigehen, den Hut grüßen. Die Situation haben wir ja auch. Was daraus geworden ist, ist bekannt in der Schweiz. Daraus entstand die Eidgenossenschaft, der Landvogt, die Habsburger wurden aus dem Lande vertrieben. Jetzt werden Sie sagen, das ist doch nur eine Sage. Ja eben, die Kraft der Sage lebt fort. Das ist ein Symbol, das funktioniert hat, das nicht verbraucht wurde. Symbole, meine Damen und Herren, sind wichtig. Aber was sollen Symbole? Sollen sie leuchten oder sollen sie brennen? Verbrennen. Noch ein zweiter Punkt zum Thema Schaden. Solche Sachen wie Obersternchen, Bürgersternchen, Meisterinnensternchen, Oberbürgermeisterin, das ist natürlich alles hanebüchner Quatsch. Die Gendersprache zu verunglimpfen, das wird auch in meinem Verein gerne betrieben. Das wird überall gerne betrieben. Aber ich möchte mal sagen, wer hat denn diesen Quatsch provoziert? Er reizt nun mal zum Widerspruch, er reizt zum Spott. Und ich frage mich, ob es jemals gelingen wird, die Wähler als Wählende zu bezeichnen und damit davonzukommen. Mal abgesehen davon, dass das Partizip Präsens, Wählende, Radfahrende, etwas ganz anderes ist als Wähler und Radfahrer. Falls es jemand noch hören muss. Ein Wähler ist nur dann ein Wählender, wenn er gerade tatsächlich wählt.
Er ist auch dann ein Wähler, wenn er zu Hause bleibt. Also, wenn der Gesetzgeber sich darauf einlässt, die Straßenverkehrsordnung so zu formulieren, dass dann Radfahrende und Autofahrende und Fuß zu Fuß gehende vorkommt, dann verliert er die Autorität, die ihm in einer Demokratie gebührt. Und die muss er selber schützen. Er darf sich nicht mit so etwas auch noch lächerlich machen. So, den gleichen Verlust erleidet aber die Frauensache, wenn sie sich mit der Gendersprache so hervortut. Und machen wir uns nichts vor. Mit Gender Alpha überzeugt man nämlich nur genau jene, die bereits überzeugt sind. So wie die etwas zornigeren Mitglieder in diesem Verein auch immer wieder dafür stehen, dass sie sehr zornig reagieren. Da ist nichts Neues mehr zu überzeugen. So, also diese Witzelei ist eine Nebenwirkung des Ganzen, der ganzen Debatte. Gerade die Fußball-WM hat uns zum Beispiel provoziert. Wir sitzen davor mit einem kühlen Glas Bier in dieser Hitze und was fällt einem ein? Was ist ein Torwart, eine Torwartin, eine das Tor hütende? Ja, es wird halt immer komischer, immer witziger, aber eigentlich auch, wenn man nicht schimpft, sondern es mit Wärme macht, es wird auch immer freundlicher. Ne? Ja, wie gehen wir denn mit dem Problem um? Ne? Das ist ja auch ein konstruktiver Weg, mit dem Problem eventuell umzugehen. Ne? Also solche blöden Leiden sind natürlich manchmal auch geschmacklos. Eine Dame meinte schmunzeln, wieso ist eigentlich die Klitoris im Deutschen ein grammatisches Maskulinum? Er hat eben mit Sexus nichts zu tun. Ne? Es ist kein weibliches oder männliches Wort. So, was können wir tun? Humor, aus Wärme geboren, ist etwas Liebevolles, etwas Konstruktives. Mit Humor, mit Wärme fällt uns vielleicht ein, wie wir mit diesem Problem so umgehen, dass was Besseres herauskommt. Ich glaube, ja doch, sagen wir es ruhig noch. Erinnern wir uns noch daran, welchen Erfolg der letzte große obrigkeitliche Eingriff in die Sprache gehabt hat, die Rechtschreibreform, darüber kann man streiten, solange man will. Eines ist nicht zu widerlegen. Die Rechtschreibkenntnisse sind schlechter geworden. Und der Zweck der Übung, da etwas mehr Gerechtigkeit zu schaffen, wurde auch verfehlt. Es gibt Dinge, in die der Staat einfach nicht einzugreifen hat, in die die Obrigkeit nicht einzugreifen hat. Sie soll davon die Finger lassen. So, nochmal zurück auf das Thema Opfer. Man könnte jetzt das Ganze ja auch nochmal umdrehen und sagen. Nee, sorry. So weit sind wir noch nicht. Ja, ich habe ja versprochen, auch noch konstruktiv was zu sagen, was positiv. Wäre die Sache der Frauen nicht trotzdem das Opfer der Sprache wert? Nun, erstens mal sowieso nicht, denn wir müssen unterscheiden. Eine schöpferische, ausdrucksstarke Sprache kann zur Lösung der sozialen Probleme beitragen, also auch den Rechten der Frau Geltung verschaffen. Die Sache der Frauen trägt aber zur Sprache nichts bei. Das kann sie nicht, weil es da um die Pflege und Entwicklung der geistigen Ressource ja gar nicht geht, sondern es geht um ganz andere Dinge, ganz handfeste Dinge, gleiche Rechte, gleiche Bezahlung und so weiter. Sie kennen das Thema. Also, wenn A B nützt, B aber A nichts nützt, dann ist die Frage, ob es das Opfer wert ist, so von der Sache her, von der Logik her, schon mal nicht mit Ja zu beantworten. Ich möchte jedenfalls niemals gezwungen werden, mich für die eine gegen die andere Sache entscheiden zu müssen. Und wenn man mich zwänge, würde ich mich für die Sprache entscheiden, weil die Sprache uns weiterbringt. So. Spielen wir also nun den Teufelsadvokaten und klammern den Schaden einer Sprache mal ganz aus. Und fragen uns, wäre es nicht den Frauen zuliebe das Opfer wert? Wir tun einfach mal so im Gedanken,
als würde das Gendern der Sprache keinen irreversiblen Schaden bringen. Aber selbst dann ergibt eine Wertanalyse keine hinlängliche Begründung, das Sprachgendern hinzunehmen. Der erwartbare Erfolg steht nämlich gegenüber dem Aufwand in einem sehr ungünstigen Verhältnis. Die Symbole, um die es geht, das sind ja Sternchen, Unterstrich und so weiter, das sind alles Symbole. Sie verflachen. Die Gesellschaft ist gespalten, Männer und Frauen, sogar in Familien, werden entzweit und es wird zum populistischen Widerstand aufgereizt. Also die kontraproduktiven Elemente überwiegen. So, was fällt uns Positives ein? Natürlich gibt es naheliegend eine ganze Menge, was man tun kann, indem man mal seinen Wortschatz durchforstet und nicht mehr Putzfrau sagt, weil das wirklich ein hirnrissiger Blödsinn ist. Da kann man was Besseres sagen. Aber das wird natürlich das Problem noch nicht lösen. Wir müssen allerdings ein bisschen tiefer gehen. Wir müssen unsere Sprache zurückgewinnen. Wir müssen den Mut haben, Wahrheiten auszusprechen. Wir müssen den Mut haben, Fehler zu benennen und zuzugeben. Und wir müssen den Mut haben, zu sagen, wofür wir auch mal keine Lösung haben. Und ich glaube, dann gewinnen wir auch das Vertrauen der Bürger, der Wähler, wenn wir Floskeln ersetzen durch eine offene, glaubhafte Sprache. Beweisen wir, dass wir unsere Sprache wertschätzen. Ich verstehe nämlich eines nicht. Mit welchem Recht überlassen alle großen Parteien die deutsche Sprache den Populisten? Warum scheuen sich alle Parteien, einschließlich der CDU, davor, Deutsch als Landessprache ins Grundgesetz aufzunehmen? Unsere österreichischen Nachbarn, die tun es, schützen ausdrücklich in der Formulierung, in der Verfassung, die Minderheitensprachen. Wir bringen es hier nicht zustande und überlassen die deutsche Sprache denen, die damit am allerwenigsten anfangen können, nämlich denen ganz rechts außen. Das finde ich unverantwortlich. Das wäre ein guter Anfang, wenn wir da mal das Signal setzen. Übrigens, der Vorschlag, dass Deutsch als Landessprache ins Grundgesetz gehört, der kam vom VDS, vom Verein Deutsche Sprache, da gab es die AfD noch gar nicht. So, eine deutsche Philosophin, Svenja Flasspöhler, hat eine Idee, die ich Ihnen kurz mit ein paar Zitaten vorstellen möchte und damit zum Abschluss kommen möchte. Sie sagt, das generische Maskulinum, also das grammatische Maskulinum, ja, birgt ein dekonstruktivistisches Potenzial. Jetzt wird es spannend. Es gibt mir nämlich die Möglichkeit, mich nicht auf eine Geschlechtsidentität festlegen zu müssen. Zum Beispiel, wenn ich sage, also sie sagt, ich bin Philosoph, nicht Philosophin, dann liegt in diesem Sprechakt eine befreiende Unbestimmtheit. Also plädiert Frau Flasspöhler für die gezielte Verwendung des generischen Maskulinums, und zwar ausdrücklich als eine irritierende und souveräne Geste, die sich ums Geschlecht nicht schert. Jetzt sage ich mal in meinen eigenen primitiven Worten, wie ich auf den gleichen Gedanken gekommen bin, nur noch nicht so durchdacht. Ich bin es einfach leid, den ganzen Tag bei jeder dritten Formulierung überlegen zu müssen, ob jetzt Sexus oder Genus dran ist. Ich möchte nicht den ganzen Tag über Sex nachdenken müssen. Über Genus eher schon. So, wenn man das täte, was Frau Flasspöhler vorschlägt, dann käme dabei heraus, dass wir sagen, Frau Landtagsabgeordnete, Frau Präsident, Frau Direktor, Frau Bundeskanzler, Frau Generalsekretär, es gäbe nicht mehr die Sexusmarkierung, überhaupt keine mehr. Wir würden auf das zurückfallen, was ursprünglich schon gestimmt hat und sachlich gesehen immer noch stimmt. So, dann kommt noch mal ein ganz pragmatisches Argument dazu, das ich Ihnen nicht vorenthalten will. Wir sprechen ja neuerdings beim Sexus nicht mehr nur über männlich-weiblich, sondern auch über divers. Warum habe ich über divers in diesem Zusammenhang noch gar nicht gesprochen? Weil
Betrachtung, sondern wenn das sprachlich auch noch unterzubringen ist, dann geraten wir in eine vollends nicht mehr nutzbare Sprache. Es geht dann gar nichts mehr. Spätestens an dem Punkt wird und muss und kann scheitern, was mit Sprachgendern anzustellen wäre. Das wiederum haben auch die nicht verdient. Ich kenne selber einige, die du jetzt mit einem etwas schäbigen Wort als die Diversen bezeichnen. Also, Frau Flassbürger nochmal. Sprache verfehlt nämlich immer das Besondere, das Einzigartige. Sie muss ganz grundsätzlich verallgemeinern, um zu funktionieren. Begreifen wir daher die Verallgemeinerung in der Sprache nicht als Kränkung, sondern als Chance. Das könnte ein hilfreicher Beleuchtungswechsel zum Umgang mit den eigentlichen Problemen sein, den Frauenrechten. Ja, mag sein, die konsequente Rückkehr zum generischen Maskulinum ist schwer denkbar, aber ich sehe keine realistischere Lösung, ich sehe keine bessere. Vielleicht bringen wir den Mut auf, es so zu machen. Ich danke für Ihr sehr aufmerksames Zuhören. Ich schließe mich gleich in Garten und möchte erstmal herzlichen Dank sagen, dass Sie diesen Verein überhaupt haben in Deutschland. Dass es den gibt, dass es einen Verein gibt, der die deutsche Sprache bewahren will und darum kämpft, es zu tun. Und ich glaube, es war sehr intensiv alles, aber es war sehr interessant, Ihren Blick. Ich würde es jetzt gleich mal in die Praxis ummodeln wollen, Herr Bär. Denn, sage ich jetzt mal, als Frau in der Politik und selbst auch als studierte Grundschullehrerin, die Deutsch auch als Sprache hatte, und ich weiß, wie schwer es ist, die deutsche Sprache zu erlernen. Ja, und mir jetzt sagen lassen, welchen Artikel muss ich verwenden, all diese Dinge, wie schwer es ist, diese Sprache zu durchdringen und sie gut zu verwenden. Und dann wenig später, wenn ich es endlich erreicht habe, kommt jemand und sagt mir, was daran falsch war. Ja. Das ist eine Sache, da muss man einfach umgehen. Und ich glaube auch, vielen Dank nochmal. Ich möchte es nur ganz kurz fassen, das war mein Blick als Politikerin auf diese sag ich jetzt mal, Thematik. Und Sie haben ein paar Sachen gesagt, die möchte ich jetzt auch mal aufgreifen. Und zwar dieser Aufruf, endlich Unfug mit diesem Gender-Wahnsinn, den Sie damals getroffen haben als Verein. Der hat mich auch sozusagen angesprochen, sehr stark. Ich habe ihn auf Facebook, das sind unsere Medien, die wir jetzt kommunizieren müssen. Das ist die Kommunikationsbasis halt auch, weil, wie Sie hier sehen, viele sitzen lieber am Pool, könnten uns aber lauschen am Pool, wenn sie uns zum Beispiel auf Facebook lesen oder zuhören können, was wir hier bereden. Man muss nicht immer heute auch genau dort sein, obwohl ich es spannend finde, in solchen Räumen zu sein, wenn man das Gesicht des anderen sieht, wie er darauf wirkt, auf die Worte, die man dem anderen mitteilt. Und deswegen ist es auch toll, dass man darüber hinaus noch sozusagen kommunizieren kann. Frauenwahlrechte kriegen wir nicht über die Sprache hin. Auf keinen Fall. Also wir werden es nicht dazu bringen, dass Gleichberechtigung über die Sprache kommt, wenn Frauen sozusagen das als ihren Maßstab sehen, dann sind wir nicht sehr weit. Wir haben vergangenes Jahr 100 Jahre Frauenrechte gefeiert in Deutschland und das war auch nochmal so eine Zeit, wo man genau darauf eingeht. Sie sprachen von ihrer eigenen Mutter, was es damals für Schwierigkeiten gab, überhaupt sozusagen als Frau ein eigenes Leben zu führen und dass der Gesetzgeber überhaupt die Möglichkeit vorsah. Und wie weit wir denn eigentlich jetzt sind als Frauen, wir haben noch einen großen Schritt zu tun, aber ich glaube, wir brauchen nicht die Sprache dazu, um das zu tun. Und was wir vor allen Dingen nicht brauchen, und da bin ich genau bei Ihnen, ein Regelungsbedürfnis, was diese Dinge angeht, weil Sprache ist Identität. Sprache ist erlernt, Sprache bist du, Sprache sind wir. Und das ist unsere Form der Kommunikation. Und ich glaube, jeder weiß, wie schwer es manchmal zu erklären ist, ein Grundschüler, dass der schwank und mit der und das, mit dem Artikel, wo man gefragt hat, wieso ist denn das so? Aber die Sprachwissenschaft, und wir haben natürlich in Deutschland durch die verschiedenen Sprachverschiebungen in der Sprachwissenschaft zu sehen, wir haben ja verschiedene Phasen da durchgemacht. Wenn man jetzt vom Norden schaut, wie da manchmal die Sprache aussieht, wie wir es im Süden sprechen, das ist Deutschland. Wir sind eine Sprachenvielfalt. Deswegen das, was Sie jetzt angesprochen haben, was die Verfassung angeht, mit der Begründung, dass es umso wichtiger jetzt wäre, weil es gibt eine Gruppe in dieser Gesellschaft, die Sprache benutzen und auch falsch benutzen. Da bin ich teilweise dabei, aber ob das mit einem Einfluss in die Verfassung sozusagen damit eine Lösung herbeigeführt werden kann, das bezweifle ich. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, wir als
Politik dürfen auf keinen Fall verfallen, dass wir über ein Regelungsbedürfnis, weil wir als Gesetzgeber, als Parlamentarier, wir können ja regeln über Gesetze, dass wir dort eine Lösung herbeiführen für das, was eigentlich gemeint ist, diese Gleichberechtigung voranzubringen. Das sprach auf keinen Fall, das ist meine Position. Und ich kann Ihnen auch sagen, mein Kollege, das ist unter anderem unser gleichstellungspolitischer Sprecher in der Fraktion, ist ein Mann. Das ist unsere Gleichberechtigung. Es muss nicht meine Frau sein, die für diese Rechte kämpft. Warum soll es ein Mann sein, der sich für die Frauenrechte einsetzt? Wir sind da ganz unison und sagen, wir brauchen nicht diese Verunglimpfung von manchen Dingen und auch eine Verunsicherung zu diesem Thema, weil wir ganz klar sagen, Politik kann das nicht regeln. Und wir haben hier in Thüringen eine momentane Situation, wir haben eine rot-rot-grüne Regierung, die ganz stark ein Regelungsbedürfnis hat, weil das einfach auch in ihrer Ideologie manifestiert ist. Das muss man einfach festhalten. Das heißt, wir haben eine Sozialministerin, die auch für Frauen zuständig ist und die sozusagen die Landesregierung beauftragt hat, alle Schriftstücke, die in irgendeiner Form in der Landesregierung oder Verwaltung sozusagen dort verwendet werden, genau zu prüfen, ob dort auch beide Geschlechter vorkommen. Also diese liebe Teilnehmerinnen, liebe Teilnehmer, ich habe damals studiert zu einer Zeit, wo ich lernen musste mit Professorinnen aus den alten Bundesländern, die kurz nach der Wende nach Thüringen kamen und sagen auch sehr dieser 69er-Bewegung angehörten. Und wir wurden gequält, indem wir natürlich unsere ganzen schriftlichen Arbeiten immer mit dem großen I versehen mussten, Teilnehmerinnen und Teilnehmer, was viel mehr sozusagen uns angestrengt hat, in die Form zu gehen, anstatt in die Aussage, in den Inhalt. Weil wir reden doch eigentlich nur über Formen und nicht über das, was ich als Botschaft versenden will. Und ich halte, das ist eine ganz klare Ablenkung des großen Ganzen. Und ich denke, wenn wir nachher in die Diskussion kommen, das halte ich für wichtig, dass das nicht es sein kann, um Gleichberechtigung sozusagen auf den Weg zu bringen. Wir haben jetzt einen Landtag, in der letzten Landtagssitzung hatten wir eine Haushaltsdebatte. Und dort ist es so, warten Sie mal so lange. Kein Thema. Ich hatte es erst gemacht, aber wie gesagt, das passiert immer, das ist kein Problem. Das ist nur ich kann es nicht sein, es ist nicht mein Klingel. Also ich will dir noch ein praktisches Beispiel, wie das sozusagen. Wie? Das ist der Bäcker. 19 Uhr. Thüringen-Journal. Soll ich jetzt aufhören zu reden? Thüringen-Journal, dass ich das nicht verpassen tue. Ah, alles klar. Und dann nehme ich mir die Zeit und gucke das. Ach so, gut. Warum nicht? Ne? Gut. Am Ende kann man auch auf Brummen stellen, dass man ihn warnt. Das geht auch. Als kleiner Hinweis. Aber ich möchte ein aktuelles Beispiel bringen, weil Sie hatten ja vorhin gesagt, die Anhänger der verschiedenen Parteien, wie die zu diesen ganzen Dingen stehen. Sie hatten unter anderem die Grünen benannt, wo die eigenen Anhänger damit eigentlich auch kein Problem sehen, sagen, lass den Unfug, lass die Hände davon, weil wir haben wichtigere Probleme zu lösen. Wir hatten Haushaltsdebatte und man sagt immer so schön, das ist die Königsdisziplin der Haushalt, eines Landeshaushaltes und König, der König ist nun mal männlich. Ne? Und dann ist natürlich die Debatte auch die Königsdebatte und da stellte sich der Fraktionsvorsitzende der Grünen, Doc Adams, ich hatte da zu dem Zeitpunkt Sitzungsdienst, also man sitzt hinter dem Redner im Landtag und führt dann die Rednerliste. Und er sagte dort folgendes Wort, und das mehrmals, am ersten Mal dachte ich erst, ich höre nicht richtig, die Königinnendisziplin, also er machte aus der Königsdisziplin die Königinnendisziplin. Also ich habe dann bei den Kollegen gesehen, alle guckten ein wenig irritiert, aber er hat es weitergeführt. Und das Komische an der ganzen Sache ist, die Redner, genau bei diesem Thema, waren nur Männer. Und das ist die Absurdität. Wenn dort eine Sprecherin für Haushalt, sage ich jetzt mal, eine Frau gewesen wäre, hätte man vielleicht darüber nachdenken müssen. Aber die Absurdität war, er hat dort im Grunde genau aus dem König die Königinnen gemacht, um diesen weiblichen Aspekt hineinzubekommen. Aber es gab gar keine weibliche Vertreterin bei dieser inhaltlichen Diskussion. Und das war ja absurd. Und ich muss sagen, bei uns in der Fraktion, als Vertreter im Haushaltsausschuss, das ist wirklich der Haushaltsausschuss, wir haben ihn morgen wieder, ist, sage ich jetzt mal, da muss man ganz schön was tun. Und es ist auch ziemlich, sage ich mal, herausfordernd auch. Aber es ist zu bemerken, dass gerade die rot-grüne Regierung, die Vertreter in diesem Haushaltsausschuss sind nur Männer. Und bei den Vertretern der CDU-Fraktion kann ich nur sagen, wir sind zwei Männer und drei Frauen. Also wenn man jetzt, ich sage mal aus der Position heraus, ich würde sagen, dann muss man natürlich auch schauen, was ist denn wirklich da. Aber die Königin-Disziplin, das hat wirklich an diesem Tag
muss ich Ihnen ehrlich sagen, da wusste man, vielleicht war es die Hitze geschuldet, das weiß man nicht, aber das ist die Absurdität, die eigentlich ein bisschen hergeht. Und deswegen bin ich völlig bei Ihnen, dass das im Grunde genommen nicht die Lösung herbeiführen kann. Und einen zweiten wichtigen Aspekt möchte ich sagen, und zwar was Sprache auch leisten muss, das hatten Sie kurz angesprochen, das heißt, wir müssen eine Sprache verwenden, die verstanden wird, auch unsere Muttersprache und unsere deutsche Sprache. Es gibt momentan eine Kampagne der Landesregierung, dort werden Formulare in leichter Sprache gedruckt und werden sie auch ausgegeben. Da dachte ich mir, okay, es gibt jetzt Arbeitsämter, die haben sich sozusagen ein Qualitätssiegel herbeigeführt, in dem sie sagen, wir sind das Arbeitsamt, die Agentur, die mit leichter Sprache arbeitet. Da dachte ich mir, okay, was soll das sein? Habe mir so eine Broschüre organisiert, habe mir die angeschaut. Das Ergebnis ist, dass man in dieser Broschüre die Formulare, die man verwendet, den Leuten erklärt. Frage ich, warum erstellt man nicht Formulare, die man versteht? Es ist ja absurd, dass man Formulare hernimmt, die da sind, Broschüren entwickelt, um diese Formulare zu erklären. Das ist eine Frage der Kommunikation. Weil manchmal muss ich Ihnen ehrlich sagen, muss ich auch Formulare ausfüllen, wenn ich irgendwas beantragen muss, dass er meinen Kindern, wenn man das nicht immer macht, muss man auch dreimal nachlesen, wie ist die Frage eigentlich gemeint bei den drei Varianten, die ich ankreuzen kann in der Fortführung. Das ist gar nicht so einfach. Also Sie sehen, Sprache ist ein wichtiges Kriterium und wir müssen schauen, dass wir Sprache auch wirklich bewahren, denn Sprache ist Identität. Das bist du, das bin ich, das sind wir. Und ich glaube auch, dass es nicht geholfen ist, mit diesen Disziplinen den Frauen eine Gleichberechtigung künstlich herbeizuführen, indem man Formulare druckt oder diese Formulare runterbringt, sondern Gleichberechtigung, und da gebe ich Ihnen recht, es ist uns nicht geholfen, wenn es ins Lächerliche gezogen wird, denn es gibt auch Gruppen, die das genau benutzen, und zwar gegen uns Frauen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir sagen, wir brauchen nicht Königinnendisziplinen zu sagen, sondern wir wollen eine Königin-Disziplin, wenn wir wirklich eine Frau haben, die dort im Grunde genommen diese Disziplin beherrscht, und zwar auch in dieser Phase. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das Thema anschneiden. Es ist, wie ich sehe, ein Thema, was man nicht unbedingt immer so angeht. Und es ist auch nicht ganz einfach, muss man sagen, weil es natürlich auch immer Gruppen, weil es ist ja so, dass es auch sehr stark polarisiert. Und warum ist das so? Ne? Warum polarisiert das so? Warum geht man nicht locker mit diesen Dingen einfach ein wenig um? Und wenn es den Kinderbund angeht, die haben damit überhaupt kein Problem, dann mit der, die das. Und da gibt es diese Sesamstraße, ne? Wer mich fragt, warum, der bleibt ewig dumm. Das ist dann die Sesamstraße. Aber ich sage da ganz einfach, Sprache ist wichtig, deutsche Sprache umso mehr, gerade in der jetzigen Zeit. Und wir müssen genau aufpassen, wie wir formulieren. Aber wir sollten es nicht übertreiben. Und wir sollten vor allen Dingen nicht versuchen, Regeln, die da sind, in der deutschen Sprache über Bord zu werfen. Und im Grunde genommen damit zu versuchen, eine Ideologie umzusetzen, dass Frauen, die Gleichberechtigung der Frauen kommt damit nicht einen Schritt weiter. Das ist meine Position und dabei bleibe ich auch. Und ich glaube, dass wir eigentlich, wir Frauen müssen viel mehr tun, Dinge auch wirklich zu übernehmen, müssen Verantwortung übernehmen. Und das müssen wir nicht über diese Dinge tun, sondern aber in diesem Fall ist es so, wir brauchen einen Verein in Deutschland. Wie viele Mitglieder haben Sie nochmal? Ich habe notiert. 35.000. Mitglieder in Deutschland, um die deutsche Sprache zu bewahren, ist in Größenordnung. Davon 12.000 in Deutschland. Davon 12.000 in Deutschland, wo ich sagen muss, und ich musste auch damit leben, mit dieser Sprache. Ich habe 2 Jahre meines Lebens im Saarland verbracht, habe mein Referendariat absolviert, weil mein Mann Saarländer ist. Und ich musste damit leben, als es hieß, kommt das Marion auch mit? Und ich mich fragte, wer ist da, was ist das denn, das Marion? Das ist dort gut, ganz normal, da gibt es keine Ich-Die-Marion, sondern das ist Ed, das ist ein ganz normaler, sage ich jetzt mal, Dialekt. Das tatsächlich für die Frau, keiner regt sich auf, das ist halt so, weil es natürlich nicht ist. Steigen wir in die Diskussion ein. Gut, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Frau Rosin, vielen Dank, Herr Mehr. Das waren ja ganz spannende Anmerkungen, sicherlich auch manchmal ein gewisses Augenzwinkern dabei, aber vielleicht nochmal ganz konkret gefragt. Vergangenes Jahr hat ja der Rat für deutsche Rechtschreibung im Prinzip nicht entschieden, nicht zu entscheiden, aus dem Grund, dass tatsächlich das Thema divers noch nicht abschließend geklärt ist. Ja. Aber man kann natürlich sicherlich auch sagen, aus Gründen, weil es da zwei auch Lager gibt, die einen, die es unbedingt möchten und die anderen, die es eben nicht möchten.
was ja vielleicht schon in einer gewissen Weise auch zeigt, wie ich es schon ansprach, wie groß die Polarisierung ist. Aber aus Ihrer Sicht, ich meine, wir haben jetzt noch aktuell keine gesetzliche Regelung. Es gibt jetzt eigentlich mehr Empfehlungen, wenn ich das jetzt so richtig überblicke. Aber es gibt natürlich trotzdem, wie Sie schon sagen, die Neigung gerade an Universitäten, das mit einem gewissen Konformitätsdruck zu betreiben. Ist die Frage, also glauben Sie, dass es irgendwann in dem Bereich tatsächlich noch gesetzliche Grundlagen geben wird? Oder dass der Duden sagt, okay, das ist jetzt so und das muss jetzt dann so geschrieben werden? Also auf den Duden würde ich mich überhaupt nicht verlassen. Wolf Schneider hat den Duden als Hure bezeichnet. Nicht ganz zu Unrecht, denn irgendwann mal steht alles im Duden. Es muss nur laut genug und oft genug gesagt worden sein, dann steht es da drinnen. Das beweist gar nichts. Ich bin nur ganz froh, dass der Duden eben nicht Gesetz ist. Er war ja mal etwas Amtliches, das ist er nicht, Gott sei Dank. Und wenn Sie ein gutes Wörterbuch kaufen, schauen Sie auch mal den Warich an. Ich kenne Germanisten, die lieber den Warich verwenden als den Duden. Das man immer am Rande. Ob es mal eine Regelung geben wird, eine gesetzliche, ich weiß nicht, ich kann nicht in die Zukunft sehen. Es ist aber auch fast unerheblich. Denn im Grunde genommen geht es hier um ganz andere Fragen. Wenn der Konformitätsdruck dazu führt, dass die Leute das und das so und so sagen und dabei sich ihr Bewusstsein verbiegen lassen, aber sinnlos, es wird daraus keine tun, sondern nur ein anderes oberflächliches Verhalten und dabei gleichzeitig die Sprache verloren geht, dann ist es völlig unerheblich, welche Regelung das gegeben hat. Also davor, davon sollten wir uns schützen. Das sollte uns eigentlich nicht passieren müssen, wenn wir einfach unserer Sache, der Sprache, wieder bewusst werden, dass die was wert ist. Die ist nicht einfach so ein Wegwerfobjekt. Sie ist Kapital und sie ist eine endliche Ressource. Naja, im Grunde ein grünes Thema. Die haben es doch gar nicht kapiert. Okay. Frau Rosin, Sie hatten das schon angesprochen, dass irgendwie das Sozialministerium da jetzt einen großen Impuls gegeben hat, dass die Formulare entsprechend überprüft werden sollen. Ist das dann, wie soll ich sagen, hat das Gesetzesrang oder ist das rein jetzt verwaltungstechnisch oder nur eine Empfehlung? Wir sind als Parlamentarier, als Gesetzgebungsgremium ja nicht beteiligt. Das ist reine Sache der Exekutive, sprich der Regierung. Also die Regierung hat sich das sozusagen sehr stark. Ich glaube, es ist auch Teil des Koalitionsvertrages von Rot-Rot-Grün, genau dieses unter den Fokus zu nehmen. Und wir sind hier natürlich im Vollzug, das abzuarbeiten. Und das wird jetzt sozusagen gemacht. Die Formulare werden jetzt alle sozusagen da überarbeitet, wo wir, also das, man muss ja auch sehen, was das bedeutet, eine Landesregierung diese Formulare zu überarbeiten, über welche Quantität wir da sprechen. Und natürlich auch, ich als Haushälterin sage dann immer auch die Kostenfrage in den Blick zu nehmen. Was heißt der Neudruck? Das muss jemand sich anschauen, das muss gemacht werden. Also man kann das nicht alles mit Digitalisierung sozusagen umsetzen, weil das ist der Punkt, Herr Bär, auch, weil Sprache, dann musst du den Satz dreimal lesen, das kann kein Computer überlegen, weil der Kontext immer eine ganz wichtige Frage ist, ne, mit der Verwendung. Das ist das, was ja, ich meine, Siri ist ein schönes Beispiel, ja, also manchmal Siri, ich weiß auch nicht, bei manchen heißt sie Sigrid, versteht nicht alles. Also ja, wo man auch sagt, die Antworten, das passt nicht mehr, wie gut, dass es so ist, weil wir Menschen, das habe ich ja vorhin sozusagen, das ist Identität, und das hat was mit uns, mit unserem Dasein zu tun, mit unserer Macht, auch die wir haben, die wir uns nicht nehmen lassen sollten. Das ist das, was ich mit Sprache anspreche. Ich glaube, gesetzliche Regelung in dem Fall wäre sozusagen konform, aber ich halte es für schwierig, wenn man im Grunde genommen eine Landesregierung gibt, die sowas als wichtig ansehen und damit das umsetzen entsprechend, weil sie ändern daran ja nichts. Wir haben noch ein kleiner Hinweis, werden wir morgen auch nochmal im parlamentarischen Ausschuss beraten. Es gibt ja mittlerweile auch eine sogenannte Diversitätsstudie der Landesregierung, die fragen will, wie ihre sexuellen Neigungen sind, also zwar alles anonym oder welche Sportarten sie gehen und so weiter und so fort. Das sind Dinge, wo man sich fragt, was hat das mit Freiheit zu tun, wenn mein Dienstherr wissen will, wie ich ticke? Und das werden wir morgen auch in Frage stellen. Das ist ähnlich. Das wäre so ähnlich, wie gehen Sie mit, finden Sie gendergerechte Sprache schön? Sind Sie dafür, sind Sie dagegen, wenn man solche Fragen zum Beispiel stellen würde? Ne? Ja. Ich hätte eine Anmerkung machen. Sie haben mich gerade erinnert an ein hübsches Beispiel. Diese Anekdote hat den Vorteil, dass Sie
eine wahre Begebenheit ist. In Wien, ich glaube im Gesundheitsministerium, wurde auch eine Broschüre neu aufgelegt. Und da kam dann eine folgende Textstelle vor, die allerdings dann in der Agentur, die das Ganze umbrechen sollte, in eine Broschüre, da hat jemand aufgepasst. Da stand nämlich ein Text drin, da kam Folgendes vor. Liebe Prostata-Patienten und Patientinnen. Aber das ist eine Sache ist natürlich. Nein, nein, aber was dahinter steckt, ist ja im Grunde genommen viel, ganz, ganz furchtbar. Das heißt, wir schon beim Schreiben brauchen wir gar nicht mehr aufzupassen, was wir sagen, was wir reden, was wir schreiben. Wir kotzen es einfach hin und es wird sowieso nicht gelesen. Das heißt, kein Korrekturleser im Ministerium hat es gesehen. Bloß weil eine junge Praktikantin bei der Agentur stutzig wurde, wurde der Fehler nicht gefunden. Aber weil Sie es gerade erwähnt haben, grundsätzlich die Frage, ist die deutsche Sprache aufgrund dessen, dass sie vielleicht im Vergleich zu anderen intimer ist, noch anfälliger dafür, solche Eingriffe aus geschlechtergerechter Perspektive zu machen? Also naja, sie bietet mehr Angriffsfläche, weil sie tatsächlich drei Generale hat. Also, wenn Sie diverse indische Sprachen sich anschauen, in denen das Geschlecht überhaupt gar nicht vorkommt, ne? Oder im Schwedischen gibt es nur Utrum und Neutrum, da gibt es Maskulin und Feminin überhaupt nicht. Also, unsere Sprache ist besonders anfällig. Allerdings, unsere Sprache hat nämlich auch einen vorteilhaften Vorzug, und da ist nun leider eine der Nachteile. Unsere Sprache ermuntert zur Genauigkeit. Man kann in jeder ausgebauten Sprache absolut präzise sein und fabelhafte Wissenschaft betreiben. Davon bin ich überzeugt. Also ich kann Englisch ganz gut, kann es beurteilen. Aber Deutsch ermuntert mich, präzise zu sein. Englisch ermuntert mich nicht dazu. Der Nachteil, die Kehrseite dieser Medaille ist, wir haben ein paar Kompliziertheiten in der Sprache, die uns jetzt hier auf die Füße fallen. Ne? Auch beim Abi, also mein Muttersprachabwerb auch gerade, das ist ja auch eine Grammatik und die das ist genau das Thema. Ja, damit müssen wir einfach leben, dass die Sprache uns da mehr fordert als andere. Gleichzeitig können wir uns daran erinnern, dass dann damit auch die Verantwortung für die Sprache wächst. Ne? Das ist